Hallo ihr Lieben, ja, ihr seht wieder zwei Kameras, einmal so und einmal so. Und zwar habe ich hier ein großes Tauschpäckchen von Christina, also von Miss Fruchteis. Und ja, dieses Päckchen hier beinhaltet ein Tauschpaket, was wir gemacht haben, sowohl als auch unseren Tausch-Adventskalender. Und ja, den Adventskalender, den werde ich natürlich heute nicht auspacken und auch nicht zeigen. Also zeigen vielleicht von oben die Pakete, aber eben nicht, was drin ist. Aber den Tausch quasi oder unser Tauschpäckchen, das werde ich auf jeden Fall jetzt auspacken. Ja, und ich denke mal, gar nicht lange erzählen. Ich fange direkt mal an. Ihr seht, ich habe es schon aufgemacht. Habe aber noch nichts rausgeholt oder noch nicht reingeguckt. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Ihr seht, das ist hier wirklich ein großes, großes Päckchen. Und ich nehme halt erstmal das Füllmaterial ein bisschen raus. So, dann nehme ich stark an, dass das hier die Post ist. Jawohl. Und das ist ein bisschen mehr und deswegen lese ich das gerade einmal alleine und gucke dann mal, was ich davon vorlese. Und genau, also erstmal alleine. Die Karte zeige ich euch auf jeden Fall schon mal. Die sieht so aus. Entschuldigt, wenn ich ab und an da auf meinen Monitor gucke. Ich gucke dann nämlich, was ihr hier seht. Dieses Bild sehe ich ja normalerweise nicht. Da ich jetzt aber gerade mit OBS aufnehme, habe ich den Vorteil, dass ich sehe. Allerdings nur, wenn ich dahin gucke und dann gucke ich halt an der Kamera vorbei. So sieht die Karte hier aus. Und jetzt bin ich am Überlegen, ist das die Karte für den Adventskalender oder ist das meine normale Post, weil das sieht so weihnachtlich aus. Aber ich lese erstmal und dann gucken wir gleich mal. Okay, also sie schreibt als erstes, tja, der Wettbewerbsbeitrag kommt extra. Und zu dem Wettbewerb möchte ich jetzt ganz kurz, wenn ich gerade schon mal dabei bin, was sagen. Und zwar habe ich leider eine E-Mail übersehen. Und das war nämlich so, ich habe eine E-Mail bekommen und der Nachname klang wie von einer Firma, wo ich früher BAF Hundefutter bestellt habe. Und ich habe gedacht, es wäre Werbung und habe diese E-Mail nicht aufgemacht. Und da war nämlich noch ein Wettbewerbsbeitrag dabei. Ja, und der ist dann leider nicht mit reingekommen, obwohl er pünktlich da war. Das tut mir extrem leid. Ich habe sofort auch eine E-Mail zurückgeschrieben, als ich es dann gesehen habe. Es war sehr, sehr schön. Ich werde euch hier nochmal ein Bild einblenden, wie das aussah, das Geschenk, was sie da für mich gebastelt hat. Also ganz schöne Gläser für Kerzen, wirklich schön. Und weil die auf jeden Fall einen der ersten drei Plätze belegt hätten, ja, ist es jetzt so, dass ich ihr auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit zukommen lassen werde. Ich werde ihr heute nochmal eine E-Mail schreiben und falls du dieses Video siehst, es tut mir wirklich so leid. Ich habe wirklich, wirklich gedacht, es wäre diese Werbung und habe es deswegen nicht aufgemacht. Ich habe das nicht geschnallt, dass da noch ein Vorname vorstand. Es tut mir echt leid. Aber wie gesagt, du bekommst auf jeden Fall eine Kleinigkeit von mir. Ich habe auch schon was im Kopf, was ich dir gerne schicken würde. Und falls du das Video hier jetzt siehst und ja, die Info hier gerade siehst, dann sei so lieb und schreib mir bitte deine E-Mail, nicht deine E-Mail, deine Adresse per E-Mail, damit ich dir eben etwas zuschicken kann. Ja, es tut mir wirklich leid. Okay, aber wir kommen jetzt wieder zurück zur Karte und hier steht dann, hallo mein Goldschatz, du schickst mir immer so tolle und teure Dinge. Ich hoffe, mit diesem Paket trumpfe ich etwas auf. Ich habe dir ein paar Kartons beigepackt und habe leider den Kalender nicht in einen extra Karton getan. Weitere Infos im Brief. Ich liebe dich und viele Herzchen. Ja, sehr schön und vielen Dank. Ja, und dann lese ich auch gerade den Brief nochmal und der geht ein bisschen länger. Ja, also in dem Brief hat sie ein bisschen etwas über den Kalender geschrieben, über ein Geschenkchen, was für meinen Mann noch dabei ist und ja, was jetzt eigentlich was ist. Und ja, die Schilder, wo ein Achtung draufsteht, die sollten eigentlich mit in den Kalender, aber sie hat sie dann doch in das Tauschpäckchen gemacht. Ja, und wenn sie dann schon mal sagt, dass das so was Besonderes ist und
das eigentlich mit in den Kalender soll, dann packe ich das an die Seite und es wird zuletzt ausgepackt. Ist doch klar, ne? So, das Spannendste zuletzt. Und ich glaube, dieses Mal fange ich einfach von oben an, weil ich steige hier auch gerade irgendwie nicht durch. Sie hat auch irgendwas geschrieben. Sie hat mir Kartons geschickt, die man dekorieren kann und weiter verschicken kann. Keine Ahnung. Was mir hier aber auf jeden Fall als erstes in die Augen springt, ist Leckerli für meinen Hund. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Mein kleiner Mopsklops. Und noch was für die Meris. Ja, auch ganz lieb. Vielen Dank. Das ist schon mal cool. Dann kriegen die auch was. So, und dann fangen wir mal an. Und das hier wird Papier sein. Und dann schauen wir mal, wie vorsichtig wir das aufgepackt kriegen. Ich muss euch ehrlich gestehen, bevor ich diese YouTube-Geschichte hier gemacht habe und wenn ich früher Geschenke bekommen habe, kommt drauf an. Manchmal habe ich es dann auch so vorsichtig ausgepackt wie jetzt, aber normalerweise, wenn ich echt gespannt bin und so, dann reiße ich. Ich habe es schon gesehen. Dann mache ich das so, dass ich das so aufreiße. Aber ja, ich möchte das ja auch ein bisschen genießen. Und guckt mal. Ja, als das so ein ganz bisschen losging mit diesen Faultieren, da habe ich gesagt, weißt du was, Mausi, pass auf, Faultiere, das werden die neuen Einhörner. Und so ist es. Ich sage euch das, Faultiere. So, jetzt muss ich nur einmal kurz überlegen. Ich habe hier nämlich echt gerade ein Platzproblem, weil dieser Karton so riesig ist und ich habe gar keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch, wo ich das hinpacke. So, Schatzi, also ich sage jetzt nicht nach jedem Paketchen vielen, vielen Dank. Du hast dir das ja auch so gewünscht, dass ich mein Gesicht zeige, damit du siehst, ob ich mich freue oder nicht. Ich denke, du siehst es und ich gucke auch ganz viel nach unten, weil ich ja völlig verwirrt bin über diese vielen. Was? Halbes Achtung? Ein halbes Achtung, okay. Und hier ist noch mehr Achtung. Die Achtungssachen, die räume ich alle raus und die mache ich alle nachher. Also zum Ende hin. Ja, und ich gucke andauernd darunter, weil ich bin es ja gewohnt, dass diese Kamera, ich zeige euch die gerade mal, warte, wenn ich es hinkriege, so, da, ja, dass diese Kamera eigentlich an ist. Und dann ralle ich das gar nicht, dass ich ja nach da gucken muss. Irgendwie, ja. Ihr versteht das schon, ne? So, hier sind noch so ein paar Schirmchen drin. Kennt ihr die? Diese Partyschirmchen, die sind immer ganz cool zum, ja, zum Cocktail oder so in so ein Früchtchen mit reingepiekst. Finde ich immer ganz cool. Die kommen hier auf den Schreibtisch. Hier ist ein Karton. Hier steht aber kein Achtung drauf. Das mache ich trotzdem später aus Resten. Vielleicht kannst du es anmalen. Anmalen. Okay. Hier ist was rausgefallen. Da ist was. Ach, guck mal hier. Ist so ein Glückspilz mit. Der hat hier noch. Könnt ihr das sehen? Ups, so. Hat so ein Kleeblatt noch auf der Mütze. Ja, ganz süß. Der kommt hier zu meiner Sammlung. Ich habe hier ja schon von einer anderen Post dieses Mädchen und da gesellt sich der jetzt zu und guckt mal, die passen sogar zusammen irgendwie wegen dem Rot. Ja, sehen doch süß aus zusammen. Die kommen jetzt beide hierher. Hier sind noch mehr von den Schirmchen. Also es würde mich nicht wundern, wenn die irgendwo rausgeflogen sind. Musst du mir mal sagen, ob die irgendwo dazugehört haben. Aus Rest, vielleicht kannst du es anmalen. Ich muss das aufmachen. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Keine Ahnung. Ich bin sowieso voll schlecht im Raten. Also mache ich es einfach so. Okay, es ist, ach so, es ist ein Resin-Teil. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil es ist Totoro. Wo hast du bitte schön eine Totoro-Form her? Frechheit. Kannst du mir das bitte abformen? Ja, ein Totoro. Ich weiß gar nicht, wo zeige ich euch den jetzt hier oder zeige ich ihn hier? Was ist euch eigentlich lieber? Ja, hier ist auf jeden Fall ein Totoro und da hat sie einfach nur Reste irgendwie zusammengekippt. Finde
Finde ich aber eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Weiß ich noch nicht, ob ich den anmale. Zur Not kann ich ihn auch anmalen, aber vielleicht lasse ich ihn auch einfach so. Okay, große Pakete sind immer. Und das ist auch so schön dekoriert. Schaut mal. Sind noch so ein Bändchen drumherum gemacht. Schleifchen mit hier oben noch so ein schönes Bildchen drauf. Und das sieht aber irgendwie weihnachtlich aus. Ist das jetzt was von dem Weihnachtskarton? Ah nee, du hast ja gesagt, Kartons. Du hast Kartons mit reingetan und die gehören aber nicht zum Adventskalender. Okay, ich denke, das ist auch so weit oben. Das wird nicht zum Adventskalender gehören. Steht hier was drauf? Nein. Dann machen wir es einmal auf. Achso, ich habe gar nicht gefühlt, was das sein könnte, aber ich bin sowieso voll schlecht da drin. Weil hier ist irgendwas hier so ein bisschen erhöht. Ich habe keinen Plan. Ich gucke einfach, ich rate nicht. Ich habe auch gar keine Geduld zum Raten, ehrlich gesagt. So, was haben wir hier? Wir haben. So, das Papier schmeiße ich jetzt aber auf den Boden. Stempel. Und zwar einmal so ein mega süßes Mädchen. Mit einem Herzchen und Love steht da drin von Yvonne Kreations. Love Collection. Ja, sehr süß. Und hier haben wir Yes und Love. Love to you for Love und so eine Krone und hier so ein cooles Ausrufezeichen. Ja, witzig. Das kann man auf jeden Fall mal für Sachen benutzen, hier vielleicht für so Hochzeitsgeschichten, ne? Sowieso wegen dem Love viel. To, dann einfach für irgendeinen Brief. Oder for, genau, for you, einfach auf den Brief mit drauf. Ja, cool. Sehr schön. Ach, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich es. Die sind von den Paketen abgegangen, weil bei dem hier war nämlich gerade auf dem Papier, so wie hier auch. Da ist nämlich ein Tesafilm drauf. Ich habe mich schon gewundert, warum ist da ein Tesafilm drauf. Aber jetzt habe ich es. Aha, du hast das hier mit drauf getan. Ja, und das ist auch wieder Papier, Block. Keine Ahnung. Den mache ich mir auf jeden Fall gleich schon mal raus. Kommt an die Seite. Was hat das mit den Schirmchen auf sich? Das hat doch bestimmt irgendwas auf sich. Du machst das da nicht umsonst so viele Schirmchen drauf, oder? Cool, jawohl. Hier haben wir, das kommt dahin. Hier haben wir einen Designerblock mit Weihnachtspapier. Da sind diese Teile drin. Sieht das auch vorne nochmal. Ja, ist schön, wenn man so ein kleines Weihnachtsalbum oder so machen will. So mein Hund, der guckt sich jetzt die, sag doch schnell das Geschenkpapier unten erstmal an. Hier haben wir Grußkarten mit Weihnachtskarten und hier sind auch schon die passenden Umschläge drin und die sind dann schön zum Klappen. Ja, ist eine süße Idee. Kann man hier vielleicht noch ein Foto oder irgendwas mit draufkleben und zack hat man so eine kleine süße persönliche Karte. Die sind hier ein bisschen erhöht und die scheinen hier noch mit extra draufgeklebt zu sein. Und da haben wir drin 5 Stück. Ja, cool. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht bei jedem Geschenkchen Dankeschön. Das mache ich einmal am Ende. So, und hier ist irgendwas. Ein Projekt für deinen Wettbewerb. Hoffe, es gefällt etwas. Das zweite kommt. Hä? Wie jetzt? Schnall ich nicht. Hast du jetzt mehrere Sachen gemacht für den Wettbewerb und hast dich dann für die Tasse entschieden? Das mache ich auch noch zum Schluss auf. Hier, das zum Schluss, mein Stuhl ist schon proppenvoll hier, ne? Zum Schluss wird immer mehr. Was ist das für deinen Mann? Ach so. Ach so, ist das jetzt aber. Och, Schatzi, ist das jetzt hier für den. Jetzt muss ich hier doch mal runtergucken, aber du hast doch gesagt, das ist Weihnachtspapier. Genau, da unten ist Weihnachtspapier. Da sind die Sachen dazu. Ich packe es an die Seite und da frage ich dich. Das mache ich jetzt nicht auf. So, hier ist jetzt auch gar nichts draufgeschrieben. Es ist aber auch nicht weihnachtlich. Ich
Ich glaube, ich rufe dich echt doch gleich mal an und frage dich. Aber ich denke, unter diesen Kartons fängt der Adventskalender an. Würde ich jetzt behaupten. Das hier, würde ich sagen, gehört schon zum Adventskalender. Ja, richtig. Ja, ich guck mal, vielleicht rufe ich dich einfach gleich mal an. Weiß ja nicht. Was für die Nerven. Und natürlich Veggie, Veggie, Veggie. Sehr schön. Und soll ich dir was sagen? Ich habe sowieso gerade voll den trockenen Mund. Geil. Und hier sind so Glücksdinger drauf. Und Herzchen und Marienkäferchen und Glückspilzen und Kleeblättern und ja. Und richtig lecker. Auf jeden Fall, ich muss auch gleich mal einen Schluck trinken. Ich einen ganz trockenen Hals. Und das Papier, wie gesagt, schmeiße ich jetzt erstmal hier runter. Und jetzt rufe ich dich einmal kurz an. Ich suche gerade mal mein Handy. Ja, gibt es auch nicht häufig, ne? Im Video wird derjenige, der das Paket geschickt hat, angerufen. Aber ist jetzt halt so. So, bevor ich jetzt hier was falsch auspacke, rufe ich dich lieber an. Wo bist du denn? Da bist du doch. So. Also was da unten knistert, das ist mein Hund, der versucht da gerade das Papier, ob da noch irgendwas drin ist. Hi Mausi. Also ich nehme gerade dein Päckchen auf. Ich lasse die Kamera auch weiterlaufen. Ich stelle dich gerade mal auf Lautsprecher. Geht's? Okay. So, Lautsprecher ist an. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Und zwar, ich steig doch nicht so hundertprozentig durch. Also das Geschenk für meinen Mann, da ist ja kein Weihnachtspapier. Das heißt, das ist für jetzt, richtig? Ich habe kein Weihnachtsgeschenkpapier mehr. Ach so, dann gehört das aber zum Weihnachtskalender, ja? Wie du es am liebsten hast, Dann packe ja, ich es zum genau. Adventskalender. Okay, dann bleibt das da unten. Und hier ist ein Kästchen, das hast du so schön dekoriert mit, da ist so ein Hirsch mit drauf und so ein paar Weihnachtsbäume. Und da bin ich mir auch nicht sicher. Gehört das zum Adventskalender oder zum Tauschpäckchen? Hier schon Weihnachtsbäume. Ja, in Gold, Glitzer und der Hirsch ist weiß. Und dann hast du vorne hast du noch so eine, ach, wie heißen diese Dinger? Eine Ach, Karte. nee, Ist denn kein. auf dem Paket ein kleines weißes Schild, wo Nein, irgendwie. Na, dann nein. ist es ein normales. Okay. Und dann ist hier noch wie so ein Jütesack, aber nicht Jüte, so ein anderer Stoff. Und da steht auch gar nichts drauf, ist in lila, liegt auch Dann oben. ist auch normal. Okay. Genau, dann das andere, denke ich, da steige ich durch. Weil unten, du hast ja quasi getrennt durch diese Kartons, die du mit reingetan hast. Und da drunter ist der Kalender, richtig? Ja, genau richtig. Und was hat das mit den Schirmchen auf sich? Oder verrätst du das noch nicht? Die fand ich einfach nur goldig Ach und so, stimmt. okay. Alles klar. Weil ich habe gedacht, hat das irgendwie jetzt einen größeren Sinn, dass ich die Schirmchen irgendwie sammeln muss oder so? Da Ich war ich fand's mir nur jetzt. goldig, damit ich auch mal ein bisschen dekoriere. Ah ja, okay, cool. Ist Gut. denn schon was kaputt? Bisher habe ich nichts aus Glas ausgepackt. Ich habe Stempel ausgepackt, ein bisschen Papier und habe schon was Süßes Ach schön, ja fein, dann bin ich überrascht. Und wenn was ist, meldest du dich, Mache gell? ich, mache ich. Okay, dann mache ich jetzt aber erstmal weiter. Und bei den Okidoki, dann. Adventskalendersachen, wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch überall nochmal so weiße kleine Zettelchen drauf, wo Aufgaben und so draufstehen, ne? Ja, genau, Okay, alles richtig. klar. Gut, dann mache ich weiter. Dank dir, Mausi. Okidoki, Bis tüdelü. dann. Ciao. So, dann haben wir das auch geklärt, ne? Da war doch das viel einfacher, als wenn ich jetzt hin und her überlege. Gut, dann mache ich jetzt mit dem Säckchen hier gerade schon mal weiter, weil hier knistert es nämlich so schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch Resin-Teile drin sind. Also es fühlt sich zumindest so an. Und hier ist irgendwas eklig Weiches drin.
Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist eine Jelly Plate oder so, aber das ist es garantiert nicht, so ein bisschen erhöht. Ich will es nicht kaputt quetschen, ich mache es einfach mal. Ich mache es mal auf. Bevor ich irgendwas kaputt mache, könnte natürlich auch eine Mold sein oder so. Ne? Ja, genau. Es ist eine Mold und zwar hat sie mir eine selbst gemacht mit Totoro. Die muss ich euch zeigen, das hat sie 100% selbst abgeformt. Du musst mir echt nochmal sagen, wo du dieses Zeug hier kaufst. Das ist ja echt mega gut. Also ich habe das mal gemacht, habe mir solche Formdinger selber gemacht aus Silikon und Wasser und dann wird das so verknetet irgendwie in der Schüssel. Ist mega eklig. Und die Formen sind auch nicht so. Also wenn man die das erste Mal benutzt, dann bleibt das komplett drin kleben. Dann kriegt man fast gar nicht raus. Also der Resin wird nicht hart. Und beim zweiten Mal funktioniert es dann. Okay, aber nicht bla 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 jetzt hier. Genau, so sehen die aus. Könnt ihr das so besser sehen oder so? Ich glaube, ihr könnt es hier fast besser sehen. Ja, und hier sind halt drei verschiedene Totoros. Und das ist natürlich mega cool. Da freue ich mich riesig. Und dann haben wir hier selbst gegossene Resin-Teile. Hier ist eins mit so einem coolen Lama und natürlich ganz viel Herzchenglitzer. Ja, und auch die sind voll süß. Ich packe es mal hier wieder rein. Und dann haben wir hier noch drei. Und das erste, Kawaii-technisch, könnt ihr es sehen? Ja, ihr seht es. Ah, das ist echt praktisch, dass ich das jetzt hier sehen kann, ne, was ihr seht. Vielleicht mache ich das demnächst immer so. Ja, und dann hier mit so einem Anhängerchen noch dran, dass ich mir das dann auch irgendwo anhängen kann. Hier so ein Küken. Auch ganz süß beim Tee trinken. Das passt natürlich zu mir, weil ich trinke ja immer nur Tee. Und eins mit einem Kätzchen. Und das finde ich hier ganz witzig. Guck mal, da hat sie so verschiedene Sterne. Das ist bestimmt Zufall gewesen, dass die so übereinander gefallen sind. Aber es sieht halt so 3D-technisch aus. Also sieht voll cool aus. Ja, richtig süß. Und ein kleines Engelchen. Und auch mal an so einem schönen Ring. Das ist eine gute Idee, hier einfach an so einem Bindering zu machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und dann kann man sich das auch super schön an den Schlüsselbund mithängen. Und hier unten noch so eine süße Perle dran. Ja, coole Idee. Das klaue ich dir, das mache ich nach. So, nee, pass mal auf, ich packe das alles hier wieder in die Tüte. Und in das super schöne Säckchen. Ist auch mega schön, kann man auch super gut nochmal wiederverwenden. Ja, Päckchen mache ich später auf. Dann geht es hier weiter. Ja, ich bin gespannt, wann die Glasteile kommen, weil sie hat extra oben auf das Paket draufgeschrieben, Vorsicht und Glas. Und sie hat es ja auch gerade am Telefon, habt ihr ja gehört, nochmal erwähnt, ob was kaputt gegangen ist, weil als das kam, das Paket, da meinte mein Mann, oh, der Postbote ist da, glaube ich, nicht so gut mit umgegangen. Und da steht drauf, Vorsicht, Glas, hoffentlich ist nichts kaputt. Upsi. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Stanze, eine Handstanze. Ja, Handstanzen sind immer mega praktisch, ne? Und hier haben wir wie so eine Schnecke. Könnte auch eine 6 sein. Ups, ups. Oder eine 9. Oh, was haben wir hier denn Cooles? Hier haben wir ein Klebeband. Das ist total praktisch, wenn man dann Post verschickt und dann hier das mal schnell zukleben will. Und dann kann man hier gleich mit abziehen. Das finde ich super praktisch. Vielen Dank. Ja, und auch die Motive da drauf sind ganz witzig. Scheinen ganz viele verschiedene zu sein. Also darunter scheinen immer noch mal andere zu kommen. Ja, ist auf jeden Fall lustig. Cool, danke schön. Oh, ich wollte es gerade wegschmeißen und da ist noch was rausgefallen. Hier sind noch Washi-Tapes drin. Und zwar weihnachtliche. Und das ist auch cool, weil die habe ich nämlich noch nicht. Ich habe ja schon viel Washi, aber die beiden habe ich definitiv noch nicht. Cool. So, damit geht es weiter. Ich zeige euch gerade mal das Papier, was sie mir hier reingelegt hat, weil da habe ich sie nämlich drum gebeten. Sie hatte, ach, wie süß.
Oh, wie süß, wo hast du das her? Ja, du meintest irgendwie, du hast das auch in der Post irgendwie gehabt oder so und du weißt gar nicht, wo es her ist, ne? Sie hatte in irgendeinem Video mit diesem Papier hier was gezeigt und da habe ich gesagt, boah, wo hast du dieses Fuchspapier her? Ich möchte das unbedingt haben, das ist so süß. Und jetzt hat sie mir das mitgeschickt und dazu noch dieses super süße. Boah, ich kann nicht mal sagen, welches Tier hier süß ist. Diese Tiere mit diesen Riesenaugen, die haben es mir so angetan, ne? Ich finde das so mega, mega süß. Ja, beide Papiere super, super lieb von dir. Vielen Dank. Ja, und sie hatte mir halt gesagt, dass sie hier den hier halt schon ausgeschnitten hat und sie könnte mir aber sonst das Papier schicken, wenn mir das nichts ausmacht, dass da einer fehlt. Natürlich macht mir das überhaupt nichts aus. Es ist super süß. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es verwende. Ich glaube, das ist wieder so eine Geschichte. Diese beiden Papiere, die werden ewig hier bei mir liegen und ich werde sie wieder nicht verwenden. Es ist immer so schade, wenn man die Sachen nicht verwendet. Aber wenn die so schön sind, dann mag man sie auch irgendwie nicht benutzen. Das ist immer so, ne? Und hier haben wir solche von U2Me, ist das, glaube ich, heißt das, ne? Oder wie heißt das denn? Nee, Forever Friends, genau. Christmas Edition. Und dann sind hier solche Karten und hier solche kleinen Schildchen noch mit dran. Und hier hinten auch noch mal. Ja, total süß. Schade, dass die so groß sind, sonst könnte ich mir echt ein Pocket Letter gut vorstellen. Aber muss ja auch nicht immer das Format sein. Also ich könnte ja auch trotzdem ein Pocket Letter draus machen und die dann halt nur anders anordnen. Mit der Fuse ist das ja kein Problem. Da kann man sich ja die Dinger ziehen, wie man will. Ja, super, super süß. Oder halt auch für Weihnachtskarten, ne? Ja, und dieses U2Me oder hier Friends Forever, das ist sowieso mega süß. Liebe ich ja. So, es geht weiter mit diesem hier. So, was ist das? Sind das Tattoos für die Lippen? Ist ja witzig. Lippentattoos, aber ich glaube, das sind eigentlich nur Aufkleber, oder? Sind das richtige? Werden die richtig wie Tattoos? Ja, tatsächlich, echt. Die werden hier richtig wie Tattoos mit Wasser. Das ist ja witzig. Die goldenen sind ja voll geil. Die sind, glaube ich, nicht so meins. Die muss ich in Live sehen. Das probiere ich auf jeden Fall auf und da guck aus und da gucke ich, wie lange das hält. Ja, mega cool. Warte mal, ich muss mal kurz reingucken, was für eine Farbe diese rosanen Dinger tatsächlich haben. So, das war ja das, was gleich vorne drauf war. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Netzstrumpfhose. Voll cool. Zu Weihnachten oder so kommt das doch voll geil, oder? Ja, und das ist auf der Seite ein bisschen matt, aber auf der anderen Seite wird das bestimmt mehr glänzen. Na komm. Ausgerechnet das, was mich wieder am meisten interessiert hat, klebt zusammen. Ne? Ja, total witzig, oder? Das probiere ich aus. Das ist bestimmt richtig witzig. So, was verbirgt sich denn hinter diesem Fröschchen? Was ist das? Ein Spielzeug für die Badewanne, würde ich behaupten. Ja, würde mich ja jetzt interessieren, wie das aussieht, wenn das aufgeblasen ist. Warte mal. So sieht er jetzt aus. So. Ja, ist auf jeden Fall was Witziges, was man sich mit in die Badewanne schmeißen kann. Du kommst auf Ideen. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ja, sorry, seht ihr? Ne? Normalerweise, wenn man nur von oben filmt, dann denkt man ja über sowas gar nicht nach, ne? Wenn man sich dann mal so die Nase juckt oder so. Sieht ja keiner. So, was haben wir hier? Das ist so ein Schnabeltier, aber das hat hier überall.
Ey, das ist cool. Das kann man, hier kann man es aufmachen. Ich wollte gerade sagen, wo macht man das auf? Und zwar, warum ist hier sowas drin? Da gucke ich gleich mal nicht, dass ich hier irgendwas wegschmeiße, was wichtig ist. Und zwar ist das für Tee. Und sie weiß ja, dass ich voll gerne Tee trinke. Und das ist quasi wie so ein Teesieb. Da macht man hier Tee rein und dann macht man das hier zu. Und dann hat man so eine Tasse Tee, ey, und das ist mega cool, weil ich will mir mich immer nicht die Kanne mit hier hochschleppen. Und ja, das Ding hängt man dann so in die Tasse rein. Das hängt dann eben so am Tassenrand. Und dann kann der Tee halt ganz langsam ziehen. Und das ist mega süß. Guckt euch das mal an hier. So ein süßes kleines Schnabeltierchen. Ja, voll süß. Vielen Dank. So, jetzt muss ich hier ein bisschen gucken, weil das ist eigentlich unten, ist aber kein Geschenkpapier von Weihnachten. Das hier ist. Sie hat gesagt, an den Weihnachtspapier-Dingern sind auch überall kleine Zettel dran. Dann, oh, hier unten ist noch ein Schirmchen. Dann gehört das hier jetzt auf jeden Fall noch dazu. Wisst ihr was? Ich glaube. Räume ich es aus? Nee, ich räume es nicht aus. Ich mache das hier jetzt mal auf. Das hier könnte Acrylfarbe sein, würde ich sagen. Vielleicht von Teddy. Irgendwie sowas. Oder theoretisch könnte es auch sogar eine Base oder so sein für meine E-Zigarette. Oh, den Knoten kriege ich nicht auf, Schatzi. Den muss ich leider aufschneiden. Das werde ich so nicht aufbekommen. Gucken wir mal. Ich mache mir jetzt ein bisschen spannend und schaue nicht rein. Ja, es ist Acrylfarbe, garantiert. Nein, es ist nicht. Es ist ein Duschgel und zwar Schokoloff. Mit Schokoladenduft. Und dann. Ja, und es riecht nach Vollmilchschokolade. Ja, dann muss man aufpassen, wenn man abends ein Bad nimmt, dass einem der Partner nicht erknabbern will. Ne? Genau, nein. Riecht wirklich original, als wenn man gerade ein Ü-Ei in der Hand hat oder so. Also so richtig nach richtiger Vollmilchschokolade. Ja, voll lecker. Wird natürlich ausprobiert, ist doch klar. Das Papier hier ist mega süß. Ein bisschen vorsichtiger auf, dass ich das noch mal verwenden kann. Und hier haben wir ganz viele Holzteilchen, alles solche Blumen, aber in verschiedensten Farben. Ich ziehe die mal so ein bisschen auseinander. Könnt ihr das gut sehen? Ja, könnt ihr. Ja, super viele Farben und die kann ich natürlich gut gebrauchen für meine Mixed-Media-Geschichten jetzt. Und sie hat da echt so viele reingepackt, dass die Tüte gar nicht mehr zugeht hier. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Und ich überlege nicht lang, ich gucke nicht lang, ich fühle nicht, ich mache direkt weiter. Weil es einfach so mega viel ist und ja, ich sehe es auch schon, aber ich hätte es jetzt auch gedacht, also ich denke mal, hier sind Perlen oder sowas in der Art zumindest. Das fühlt sich an wie viele kleine Sachen aneinander. Vielleicht solche Perlenketten. Schauen wir mal. Unter anderem sind es Perlenketten. So, und Kleber ein bisschen. Ah, cool. Hier so ein schönes Glitzerband. Jetzt für Weihnachten ist das super, um das an Geschenke mit dran zu kleben oder so. Ja. Ja, sehr schön. Und Perlen. Und zwar haben wir hier einmal so einen Strang mit so Kupferfarben, bisschen Silber noch mit dran. Sehr schön. Kommt direkt hier gleich in meine Perlensammlung. Und dann haben wir hier so, was ist das für eine Farbe? So Gold mit einem Grünstich drin, würde ich sagen. Und nochmal ein paar grüne. Ja, da sind echt viele drauf.
Ja, cool. Mal gucken, wie die hier noch reinpassen. In mein Perlenfach. Das ist nämlich ganz schön voll. Nee, passt nicht rein, muss ich später machen. So, dieses hier gehört auch nicht zum Adventskalender, weil hier ist kein Zettelchen drauf. Dann geht es hier weiter. Und das ist schwer. Und das ist irgendwie nochmal extra eingepackt. Oder nee, es ist Papier. Es sind Papierblöcke, würde ich sagen. Schauen wir mal, was für welche. Ja, genau, das sind die Blöcke, um die ich Sie gebeten hatte. Ich hatte ja gesagt in dem einen Video, dass ich demnächst mehr von diesen Blöcken bekomme. Und hier sind sie. Genau, und die habe ich mir nämlich von ihr gewünscht, weil ich unbedingt noch welche brauchte für diese Organizer, die ich gemacht habe. Und ja, da hatte ich keine mehr. Und das war echt ärgerlich, weil ich aus Versehen auch einen auf jeden Fall verschickt habe, ohne diesen Block drin. Da wollte ich Sie noch mal fragen, ob Sie noch einen braucht. Dann müsste ich ihr noch mal einen nachschicken. Okay, was ist das denn? Was ist hier passiert? Och, schade. Da hatte sie das hier so schön dekoriert und das ist kaputt gegangen. Also so gefaltet hatte sie das. Aber ich kann es mir vorstellen, wie es ausgesehen hat, Süße. Okay, dann mache ich das jetzt auch erstmal aus, bevor ich das untere mache. Und hier würde ich auch sagen, Papier oder Sticker oder irgendwie sowas. Tausendmal besser. Das kann ich jetzt nicht auspacken. Ich muss ihn noch an die Seite machen. Pack das hier erstmal aus. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall viele Kleinigkeiten drin. Ach, das ist mir schon wieder. Ich mache das hier erstmal. Was ist das denn hier? Ach, da hast du, ja, alles klar. Ich habe es kapiert, ja. Dankeschön. Hättest du aber auch einfach behalten können, habe ich dir auch gesagt, ne? Okay, ich mache hier weiter, weil da sind zu geile Sachen drin. Und das hier, das fühlt sich so mega spannend an, das muss ich auch später machen. Okay. Und das hier fühlt sich wieder an wie, keine Ahnung, ein Schild. Also auf jeden Fall festeres Papier, eher Pappe oder so. Gucken wir. Ei, jawohl, hier sind Lamis drin. Hier sind Lamas drin. Und zwar, was waren das denn für Dinger? Genau, auf jeden Fall zum Selbstanmalen. Genau, Schrumpffolie. Genau, das war's. Und da hatte ich sie auch mal drum gebeten, ob sie bitte nochmal für mich gucken kann, ob sie die nochmal haben, weil ich die nämlich im Action nicht bekommen habe. Und hier habe ich sie jetzt. Yippie. Ich habe noch nie was mit Schrumpffolie gemacht, ehrlich gesagt. Und das will ich unbedingt mal ausprobieren, ne? Ja klar. Ja, auch voll süß auf jeden Fall. Ja. Hier ist auch wieder irgendwas. Vielleicht so in die Richtung da. Schauen wir mal. So, und hier haben wir wieder von Forever Friends so tolle Weihnachtsdinger mit so super süßen Sprüchen. Und es ist alles so durchsichtig. Das ist auch richtig cool, weil da kann man dann mit jeder Farbe, die man will, gestalten, weil im Hintergrund das nicht weiß ist, sondern durchsichtig. Und da sind voll süße Sprüche und dieser mega süße Bär wieder drauf. Und hier so ähnlich wie Briefmarken sieht das aus. Auch ganz süß. Und hier sind auf der anderen Seite noch mehr mit Stickern. Mal gucken auf dem Bild, was da. Stamps and Tags, okay. Oh, wie süß ist das denn? Guckt mal. Was ist denn das für ein süßer Bär? Den habe ich ja noch nie gesehen mit seiner Riesennase. Was ist das? Christmas with. Okay. Das sagt mir gar nichts. Habe ich noch nicht gesehen. Und dieser Bär mit dieser Riesennase, der sieht ja sowas von süß aus. 25. Dezember, ja, amerikanisch, nicht? Ja, super, super süß. Doppelt gemoppelt einmal. Ja, vielen Dank. Richtig niedlich. Und nicht lang schnacken. Und hier sind
so Puffy-Sticker drin. Jetzt sind nur die Frage, welche. Ups, lässt sich immer kaputt gehen. Solche ähnlichen habe ich, glaube ich, schon. In was für einer Farbe habe ich mir die geholt? Ich glaube, die habe ich. Habe ich die? Nee, habe ich nicht. Das sind gar nicht. Das sind gar nicht die vom Action, oder? Sind das die vom Action? Nee. Habe ich so ähnliche? Und das ist anscheinend hier zum ersten Geburtstag. Oder zur Geburt halt. Ja, und das sind halt, wie gesagt, solche Schaumstoffaufkleber. Ja. Und dann haben wir hier solche Rubbeldinger. Und die sehen richtig cool aus. Guckt mal. Die sind hier so wie... wie Stoff so ein bisschen, würde ich sagen, ne? Ja, steht sogar drauf. Guck mal, Stoffrubbelsticker. Wer lesen kann. Ach cool, die gehen hier sogar auf Tassen und so ein Kram. Das wusste ich gar nicht, dass die auf alles gehen. Ich dachte, die gehen nur auf Papier. Ach, das ist ja cool. Ja, auf richtig vielen Dingern. Ach so. Ja, dann werde ich die mal, ich habe nämlich noch andere von diesen Rubbeldingern, ich habe die nie benutzt, weil ich immer gedacht habe, ja, ob ich die jetzt aus Papier rubbel oder peng, weil dass man das auch woanders drauf machen kann. So, okay. Ein bisschen aufnehmen und, okay. Also hier ist auch noch was Süßes drin, glaube ich. Hier ist noch was von Taribo drin. Bärchen! Grünohrbärchen. Ach so, die haben ein grünes Ohr, okay. Wieder Veggie ohne tierische Gelatine, sehr gut. Die mache ich jetzt aber nicht auf und probiere die, weil sonst werden die mir trocken. Und ich habe ja die andere Packung noch. Wo sind die eigentlich hin? Und sonst sind die so schnell wieder trocken. Das möchte ich nicht, aber einer geht noch, ne? Mit Lakritze, auch lecker. Die haben so ein bisschen so einen leichten Lakritzgeschmack, aber eher süßlich so. Weingummi mit Lakritze gemischt, lecker. Ich stehe da total drauf. Auf Weingummi und auf Lakritze. Also, genau richtig für mich. So, das spannende Paket. So, genau so sieht das normalerweise aus. Oh nein, es ist etwas kaputt gegangen. Oh, das ist schade. Das ist echt, echt schade, weil die sehen so schön aus. Und die Dinger sind auch leider nicht ganz billig. Ja, ihr seht, es war mal ein Weihnachtsmann und der ist leider komplett geschrottet. Das ist echt schade. Ja, das ist das Problem immer mit der Post, ne? Wenn die Pakete durch die Gegend donnern wie nichts Gutes und dann kommt sowas bei einem zu Hause an. Das ist dann echt schade für die Person, die es abgeschickt hat. So, mein lieber Schatz, dazu sage ich dir jetzt was. Einmal im Jahr kriege ich einen riesen Japp auf genau dieses Teil. Und das muss von Centis sein. Und das muss genau das sein, weil die anderen schmecken mir alle nicht. Und dann schneide ich mir so ein Stück davon ab und das esse ich ganz genüsslich. Den Rest kriegt mein Mann und dann brauche ich das ganze Jahr nicht mehr. Aber einmal im Jahr habe ich da so einen Heißhunger drauf und dieses Jahr brauche ich es mir nicht kaufen. Dankeschön. Ich komme langsam nicht mehr drum rum hier, ne? Doch, ich habe die beiden Sachen noch. Ach Mensch, und hier unten die Sachen habe ich auch noch. Ach hey, Emily. Oha. Na gut. Hier sind noch mehr von diesen Blöcken drin, das spüre ich jetzt. Ich mache hier aber trotzdem einmal auf, um es zu zeigen. Aber wenn man die jetzt einmal schon in der Hand hatte, dann weiß man es. So. Genau, so da sind sie.
da noch mal einige von diesen Blättern, ja. Und wie gesagt, die brauchte ich wirklich dringend, um noch mehr von diesen Organzern zu basteln. Ich habe ein Platzproblem, ne? Das ist echt, echt schade, Süße. Ich hoffe, du bist nicht zu traurig, dass der kaputt ist. Das ist echt schade. Aber ich sag dir was, wenn er nicht kaputt wäre, dann wäre der jetzt für immer auf meinem Schrank verstaubt, weil ich hätte ihn niemals essen können. Kann ich nicht. Wenn ich von Leuten, die ich wirklich gerne mag, solche Sachen geschenkt bekomme, die esse ich nicht. Die bleiben für immer und ewig im Regal und werden dann irgendwann weiß und keine Ahnung, weil die niemals jemand essen darf. Also ich esse sie nicht und sie darf auch niemand anders essen. So, ich mache jetzt dieses Päckchen hier auf. Und dann das. Und dann zeige ich euch einmal die Kartons, die sie mir noch eingepackt hat. Ja, und dann räume ich hier erstmal kurz an die Seite und dann hole ich die Pakete hier wieder hoch. Ich glaube, ich lasse heute das alles mal so, wie es ist und schneide einfach mal gar nicht, sondern ja, lasse das Video einfach so, wie es ist und lade das so mal hoch. Kann ja auch mal nicht schaden. So, okay. Ja, ihr seht noch nichts. Hier ist da auch da so zu. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass sie das selber angemalt hat. Und das sieht echt schön aus. Und die hat, deswegen meinte ich mit Weihnachten. Das sieht so nach Weihnachten aus. Wegen dem hier. Und auch hier vorne. Also es sieht für mich sehr weihnachtlich aus. Deswegen war ich mir nicht sicher. Und wir schauen mal rein. Hier ist einiges an Washi-Tape auf jeden Fall. Weil das Band ist ja geil. Okay, nach der Reihe. Süßes, süßes Eulen-Washi. Ich zeige es euch, glaube ich, mal hier. Hier seht ihr es, glaube ich, besser. Ja. Super süße Eulchen. Ja, Eulen ist halt auch so ein Ding, ne? Wie Faultiere und Eulen, ja. Jeder hat so seins, worauf er steht, ne? So, und hier sind Wäscheklammern mit Eulchen. Zwei graue und eine braune. Ja, und das finde ich immer super schön, die an Geschenke auch irgendwie mit dran zu machen. Ach, hier ist noch eine braune. Ja, super, super schön. Und ich sehe gerade, hier sind noch mehr Wäscheklammerchen und zwar mit Herzchen, auch in verschiedenen Farben, auch ganz süß. Super, super süß. Also hier irgendwie so ein, ich verrate es nicht. Vielleicht, mir fällt da gerade was ein für meinen Adventskalender. Ich habe nämlich noch ein paar Videos, muss ich noch drehen, da fällt mir gerade was zu ein. Vielleicht erkläre ich das gerade mal nicht, was mir da durch den Kopf gegangen ist. So, und dann, ja, das ist natürlich der Oberburner hier, ne, mit Waldtieren. Besser geht es natürlich für mich nicht. Mit Füchschen und allem Möglichen. Und ich hoffe, nimmt die Kamera jetzt weiter auf, weil die hier gerade ein Geräusch gemacht hat. Ja, sieht alles gut aus. Okay, also alle möglichen Waldtiere sind hier drauf. Ja, super, super süß. Und hier haben wir eins für den Sommerfrühling mit Käferchen und Blümchen und schön bunt auf jeden Fall. Was ist das denn da? Gucke ich gleich jetzt erstmal das hier. Hier haben wir nochmal ein paar Eulchen. Mega schön. Ja, und dieses Band hier, das ist natürlich der Oberkracher. Guckt euch bitte mal diese super zuckersüßen Füchschen an. Sind die Zucker? Ja, das wandert natürlich sofort in mein Nähzimmer. Das verwende ich natürlich nicht hier, sondern das kommt rüber in mein Nähzimmer. Und das werde ich da auf jeden Fall benutzen. Ja, Zucker, Zucker, süß, vielen Dank. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das sind Tüten, ne? Ach, das sind Cardholder. Jetzt hab ich's, ja. Für zum Beispiel Visitenkarten oder so. Die kann man hier reinmachen. Und dann hat man hier immer so eine Schutzfolie. Ja, das ist super cool zum Sachen verschenken, die man dann noch so ein bisschen schützen möchte. Perfektus. Und ich glaube fast, die gebe ich meinem Mann, da kann er ein paar Visitenkarten reinmachen. Und dann kann er die Visitenkarten so weitergeben, dann sind die ein bisschen geschützt. Wobei ich ja auch Visitenkarten mir gemacht habe, also ich könnte ich auch ein paar von mir machen. Ja, und diese Box, die werde ich natürlich auch in Ehren halten, die werde ich natürlich nicht wegschmeißen.
Weiß ich noch nicht, ob ich die weiter verschenke oder ob ich sie für mich hier einfach stehen lasse. Muss ich mal gucken. Das Problem ist ja irgendwann dieser Platz, ne? Man hat ja so Platzmangel irgendwann. Da kann das Bastelzimmer noch so groß sein, man hat Platzmangel. Das ist einfach so. So, und jetzt zeige ich euch. Als erstes haben wir hier Totoro. Und das sind die Dinger, wo sie die Molds von gemacht hat. Und jetzt hat sie mir auch noch, nicht nur, dass sie mir die abgedrückten Molds geschickt hat, sondern sie hat mir auch noch die Originalteile geschickt. Voll geil. Ja, warum hast du die denn nicht behalten? Oder beziehungsweise hoffentlich hast du dir dann selber auch eine Mold gemacht, dass du die dann auch benutzen kannst. Das wäre ja echt ärgerlich. Ja, was sage ich euch dazu? Never, never, ever kriegt die jemand anderes. Das sind meine, für immer und ewig. Die bleiben jetzt für immer bei mir, weil sowas kann man einfach niemals verwenden. Ja, Punkt. So ist das. Meins. Und hier, voll, voll, voll mega cool. Ja, genau sowas suche ich natürlich im Moment wie verrückt. Alles mit Chipboard und so weiter. Und die sind super süß. Natürlich für meine Mixed Media Projekte. Ja, und die werde ich auf jeden Fall verwenden. Aber noch mal gucken, wann. Und hier, und deswegen wollte ich es vorhin nicht aufmachen, weil hier sind noch mal die Sticker mit den Faultieren, die ich ja da unten schon mal hatte drin. Ja. Und da ich die jetzt zweimal habe, werde ich dann bestimmt auch mal das ein oder andere verwenden. Ja, vielleicht. Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich meine Sachen, egal wie schön sie sind, jetzt auch wirklich mal verwende. Weil was für einen Sinn macht es, wenn die Sachen hier immer liegen, man hortet und hortet und hortet und verwendet sie nicht. Ist ja eigentlich unsinnig, ne? Aber ja, ich glaube, das kennt jeder Bastler, der hat dann so seine Lieblingssachen und die mag man einfach nicht verwenden. So, und das sind die Kartons, die sie meinte. Und das ist nämlich, glaube ich, genau das Gleiche, was sie hier benutzt hat. Und die kann man auf jeden Fall immer richtig gut gebrauchen. Und ich sehe auch, sie hat hier echt verschiedene Größen mir eingepackt. Und das finde ich richtig cool, weil die Dinger braucht man wirklich immer. Also es gibt nie eine Zeit, wo man mal keine Kartons gebrauchen kann. Und hier hat sie mir 4 Stück von diesen kleineren. Also ich nehme stark an, von der Größe her passt das, dass das diese Karton hier ist. Und dann hier etwas größer und das sieht aus wie ein Pizzakarton. Sehr wahrscheinlich wird das Pizzakarton sein. Und hier sind 2, 4, 6 Stück. Und nochmal Pizzakartons, oder? Nee, das sind wieder viereckige. Und die sind noch größer. Und das sind wieder 6 Stück. Ja, mega cool auf jeden Fall, weil die kann man immer richtig gut gebrauchen. So, und hier unten drin haben wir dann jetzt den Adventskalender. Und was ich aber gerade noch mal, ich muss mal die Kartons gerade loswerden. Hier unten hin. So. Zusatzgeschenk für den 24. Und ich sehe, ansonsten darf ich dieses Jahr rechnen. Oh, hier ist noch was. Einzeln fliegt hier noch drin rum. Weiß ich nicht, ob das jetzt Absicht war. Teufelshörnerclips. Ach, cool. Die macht man sich hier so als Haarteile dran. Und dann ist man so ein Teufelchen. Ja, die sind witzig und die waren bestimmt auch nicht für den Adventskalender gedacht. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. So, schwupp. So. Nochmal. Ob wir es hinbekommen. Einhörnchen. Und ups, zwei Hörnchen. Ja. So schaut das dann aus. Ja, ist doch super witzig. Okay, also das ist wie gesagt der Adventskalender. Da fummel ich jetzt auch gar nicht weiter groß drum rum. Das Paketchen hier lasse ich für die Adventszeit für meinen Mann. Mal gucken, wann ich das für ihn auspacke. Und das hier, was muss ich damit machen?
Das schreibst du mir mal unten in die Kommentare, ob du mir das jetzt nur als Leinwandhintergrund für Mixed Media mit eingepackt hast oder ob das eine Funktion für den Kalender hat, weil dann benutze ich es auf jeden Fall nicht für meine Mixed Media Sachen. So, ihr Hasen, ich werde einmal ganz kurz ein bisschen, ganz bisschen aufräumen. Oder? Nee, ich packe das nur hier rein, was hier an der Seite rumfliegt. Und dann werde ich die anderen Sachen nehmen und die auspacken. Und den stelle ich nur einmal ganz kurz runter. Ups. So, ja, hier sieht es immer noch chaotisch aus, aber es ist egal, oder? Okay. Ein bisschen in den Karton. Muss mal gucken, dass ich jetzt nicht irgendwas kaputt mache. So, die Post nochmal oben drüber. So, jetzt reicht es aber an Platz, denke ich. Und jetzt nehme ich hier die ganzen Sachen, wo Achtung und so draufsteht. Und räume die hier alle noch mal hin. Ja, und dann fange ich mit dem kleinsten an. Ein halbes Achtung, das passt ja auch. Dieses Papier ist auch wieder super schön. Da muss man auch gucken, dass man das vorsichtig aufmacht, wenn man das nicht kaputt machen möchte. Ja, ich taste nicht, weil wird sowieso, werde ich eh nicht wissen. Yippie! Und hier haben wir ein Gorsches Stempel. Ja, mega geil. Und zwar ist das dieses Mädel hier mit diesem Schaukelpferd. Voll schön. Ja, Gorsches Stempel, ne? Die sind einfach mega, das ist einfach so. Schwuppi. Ja, super cool. Und hier haben wir noch ein Schirmchen. Not, das stand da vorher schon drauf. Achtung. Cool. Voll cool. Voll cool, voll cool. Voll cool, das ist eine kleine Plastikdose oder sind das? Nee, was ist das? Voll cool, das kommt total, total genial. Hier steht nur Achtung drauf. Achtung, übertrieben schön. Ich finde es Hammer. Okay, das kann ich auch nicht sofort auspacken. Bei den beiden Sachen hier steht nur Achtung. Also packen wir die beiden Sachen aus. Wo bleibt der Atem? Ja, mega geil. Santoro, Gorsches, Briefmarken zum Selbstkolorieren. Mega geil. Und zwei solche Streifen sind hier drin. Ja, voll geil. Und alter Schwede, bist du verrückt. Acht von diesen Gorsches Holzteilen. Ja, und wenn das jetzt nur ein Achtung, weil cool oder so ist, und das ist dann voll cool und total genial, dann möchte ich nicht wissen, was da noch drin ist. Okay. Ja, also, die sind schon mal mega, mega schön. Ja, kann ich die verwenden? Da muss ich mal gucken, wie ich mich davon trennen kann. So, und hier ist was drin, was schwer ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das was Glastechnisches ist, weil sie ja meinte, da könnte irgendwas Glastechnisches drin sein. Das ist aber gut verpackt. Und das hier ist auf jeden Fall gut verpackt. Das scheint eine Tasse zu sein. Irgendwie eine große Tasse oder so. Es hat hier einen Henkel. Gucke ich jetzt auf jeden Fall. Es ist eine Tasse.
Und es ist eine, ich raste ja gleich aus, ne? Ich raste gleich aus. Guckt euch mal das bitte an. Hab's so rum. Und zwar, ihr könnt es hier viel besser sehen als mit der anderen, ne? Ich spüre das Tier in mir. Es ist ein Faultier. Wie geil bitte ist diese Tasse? So, und jetzt, wo ist das Ding hin? Wo habe ich es? Mist. Da habe ich das jetzt hingelegt. Ah, das habe ich jetzt bestimmt wieder in die Kiste reingetan. Eine Sekunde, bitte. Ich habe so. Und jetzt guckt euch das an. Und das hier dran. Und dann habe ich hier über einen halben Liter Tee, upsie, und kann hier ganz gechillt sitzen und habe richtig viel und richtig lange Tee. Und das ist mega cool. Ohne Witz. Oh, hoffentlich geht mir dieses Ding niemals kaputt, ne? Sonst heul ich. So, okay. Oh, Schatz. Puh, was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Uff. Ich komme über diese Tasse noch nicht hinweg. Du hättest hier drauf schreiben sollen, zuletzt aufmachen. Ich glaube, die Sachen können das nicht mehr toppen. Glaube ich. Aber wir schauen mal. Okay, ene mene mu und raus bist du. Ene mene mu und raus bist du. Okay. Das, Achtung, voll cool. Es fühlt sich. Erst habe ich gedacht rund, aber es ist nicht rund. Aber es ist kein Washi, oder? Hör ich auf jetzt. Es ist wirklich voll cool. Und zwar, guckt mal, das ist Klebeband von Santoro mit diesen Mädchengesichtern. Ach, ich glaube, ich das hier irgendwie auf, ohne es kaputt zu reißen. Nee, kriege ich nicht. Aber ist egal, ich werde es ja sowieso irgendwann benutzen. Also. So. So, guckt euch das bitte mal an. Wo ist das geil? Wo hast du diese vielen? Wann hast du dir diese vielen Santoro-Sachen gekauft? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich gucke doch deine Holz immer so. Das sind diese drei Mädels, die scheinen sich jetzt hier immer zu wiederholen. So sieht das aus. Ja, mega schön auf jeden Fall. Ja. Muss mal gucken, ich glaube, das kann man auch noch anmalen. Das werde ich mal ausprobieren, ob ich das anmalen kann. Ja, super, super schön. Uff, okay. Ene mene mu und raus bist du. Okay. Was haben wir hier? Ein Papierblock ist es nicht. Also jetzt, wenn das hier so viele Quatsch. So viele Santoro-Sachen sind, könnte ich mir glatt vorstellen, dass das von Santoro so ein Papier ist, wisst ihr? So ein Sammelpapier, also nicht Sammelpapier, Mann, so eine Packung, wo mehrere Papiere halt drin sind. Wenn sie jetzt schon überall da Santoro hat und das fühlt sich nämlich an, als wenn das so ein Karton wäre, wo dann noch Papier drin ist. Und da ich sowas Ähnliches schon habe, könnte das sowas sein. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Nein, ich habe recht. Bist du verrückt? Also ihr wisst hoffentlich, oder das heißt, ihr wisst hoffentlich, du weißt es hundertprozentig und ja, ihr wisst es wahrscheinlich auch. Die Dinger sind echt teuer und da sind super per mega geile Papiere drin. Das sind die 6x Inch Papiere. Und das ist so, so schönes Papier. Ich mache das jetzt auch gerade mal auf. Wartet mal. Wo ist mein Messerchen? Ihr seht es hier hinten, aber das muss ich mir live angucken. Ich hasse sonst Papier angucken, ne? Aber das ist eine Ausnahme. Das ist ja auch nicht so ein normales Actionpapier, sondern das ist ja halt auch was ganz Besonderes, ne? So, ich muss mal gucken, ich kriege das nachher wieder rein.
So, das ist immer nur einseitig. Genau, dann haben die ja halt meistens so einen Stil und davon halt viele verschiedene. Und das ist natürlich cool hier mit den verschiedenen Farben noch drin. Sugar and Spice, okay. Ah, hier unten mit der Meerjungfrau. Cool. Puh, ja, das ist auch wieder so eine Sache. Mega schön. Kann man tolle, tolle Sachen draus machen und man verwendet es nicht, weil es ist einfach zu schade, es zu verwenden. Das ist, ja. Ich sage ja, das ist kein Bastelzimmer, das ist ein Sammelzimmer. Ne? Das ist echt schlimm. Aber ich werde echt mich bemühen, es auch zu benutzen. Also ich möchte es nicht nur rumliegen haben. Dafür ist es auch zu schade. Wunderschön. Ja, kann man dann hier so einmal durchschneiden, ne, und dann in der Mitte einmal falzen. Dann hat man so eine Mini-Karte, die man irgendwo dran klappen kann. Voll cool. Und das ist auch voll schön. Das sind ja quasi die hier. Nur andere Motive, wenn sich die dann koloriert hat oder eben unkoloriert. Ja, mega schön. Ist mega, mega geniales Papier auf jeden Fall. Das hier liebe ich auch. Welcher Stempel gehört denn dazu? Ist das der mit diesem Ballon, wo sie so hoch fliegt? Nee, ich weiß es nicht. Die haben ja meistens zu jedem Hintergrund dann auch so einen speziellen Stempel, der dann dazu gehört oder dazu passt. Das ist auch mega schön. Das auch, ja. Hier ist kein Papier dabei, was nicht schön ist, aber manche sind halt von den Farben her noch schöner. Ja, krass schön auf jeden Fall. Und das Geile ist, ich habe dieses Set auch noch nicht. Das heißt, die Papiere sind für mich auch alle neu. Und wenn man das tatsächlich dann irgendwann aufgebraucht hat, dann hat man ja hier drin auch immer noch diese Sachen, die man dann auch noch ausschneiden kann und benutzen kann. Das mag ich eben so an Santoro. Klar, es ist teuer, aber man kann halt wirklich bis zur Verpackung alles irgendwie noch verwenden, ne? Also da braucht man nichts wegschmeißen. Auch bei den Stempeln. Bei den Stempelchen, da benutze ich ja auch immer dieses Papier, was hier noch mit drin ist. Und meistens benutze ich sogar auch hinten das Papier von dem Karton. Das nehme ich mir meistens auch noch raus, weil das ist ja auch noch so ein schöner Hintergrund und den benutze ich meistens auch noch. Und theoretisch die Plastikdinger könnte man ja auch super gut nochmal weiterverwenden. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Aber das könnte man theoretisch ja auch noch machen. So, mal gucken, ob ich das wieder einigermaßen heile zu bekomme. Ja, bekomme ich ja. Vielen, vielen Dank. Das ist auch super, super schön. So, und wir kommen zum vorletzten. So, rate ich hier? Nee, ich rate nicht. Ich bin gerade auch ein bisschen fertig jetzt, weil die einfach so schön sind, diese Sachen. Uff. So, oh, hier geht was kaputt. Und ich sehe schon, das ist auch, glaube ich, wieder irgendwas von Santoro. Ach, komm, Papier ist mir jetzt auch egal. Wow. Ja, krass. Das sind diese Chipboard-Karten. Und die mache ich jetzt direkt mal auf und zeige euch die. Und zwar sehen die so aus. Das sind vier Stück und die kann man eben auch noch anmalen. Und hinten sind die so. Ja, und ey, mal ehrlich, wenn man so eine Postkarte bekommt, das ist ja wohl mega was Besonderes, oder? Also, die werde ich benutzen. Die werde ich auf jeden Fall nicht rumliegen lassen. Das ist einfach zu schade drum. Puh, so, ja, und jetzt kommen wir zum letzten. Ja, gleich. Jetzt nicht. Gleich. Das könnte hier natürlich, könnte eine Figur oder so sein. Hört sich fast wie eine Figur an. Eine Figur selber gegossen oder so?
So. Dann würde ich sagen, was ist das? Das ist eine beklebte Flasche, wie geil. So, jetzt guckt euch das mal bitte an, wie mega schön die aussieht. Und da hat sie mit so Kleber hier unten, mit was hast du das denn gemacht, mit was für einer Paste hast du das gemacht hier? Das ist echt fest geworden. Es ist wie so eine Paste, die mit Glitzer und ja, mit so Holo-Zeugs, Holo-Schnee gemischt wurde und dann drauf geschmiert. Mega schön. Ja, die ist mega, mega schön. Die werde ich mir hier auf jeden Fall hinstellen. Und diese Füchschen, das war bestimmt eine Serviette oder so, ne? Mega, mega schön. Wobei das natürlich im Gegensatz zu dem, was sie jetzt gewonnen hat, also, sag doch schnell, meine fliegende Tasse. Da gefällt mir die fliegende Tasse besser, ehrlich gesagt, als das, aber das ist trotzdem mega schön. Also es sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ja, vielleicht machst du dazu mal ein Tutorial, ne? Das würde mir gefallen, den anderen bestimmt auch. Also ich wette, das war eine Serviette. Und was für eine Paste hast du hier benutzt? Das würde mich interessieren. Ist das diese Paste, die sie fürs Mixed Media nehmen und auf die Leinwände packen, oder ist das was anderes? Das möchte ich unbedingt wissen. Und wie gesagt, vielleicht zeigst du es ja mal. So, und die bleibt auch gleich hier stehen. Und da werde ich mir irgendwas überlegen, wo ich das verstecke. Naja, wenn es einfach so hinten steht, dann geht das ja. Jetzt muss ich nur mal gucken, welche Seite mir besser gefällt. Diese. So. Ja, das bleibt hier stehen. Uff, so, ja. Ihr Lieben, das waren alle Paketchen. Und ja, ich setze mich gerade mal. Puh, ja, das war echt der Burner. Und ja, wenn du mich jetzt fragst, was mir am besten gefallen hat. Schwer. Also auf jeden Fall die Tasse. Die Tasse auf jeden Fall. Die Flasche ist aber auch total schön. Ja, und Santoro, natürlich sind die Sachen alle mega schön. Mega, mega, mega schön. Und die Hütchen, wie gesagt, die werde ich, da werde ich einen Cocktailabend mal machen. Und achso, wartet mal, ich mache mal gerade die Kamera ein bisschen. So. Ja, ich glaube, so ist besser, ne? Da werde ich mal so einen Cocktailabend machen und vielleicht, wir hatten ja auch mal abgemacht, dass du mich mal besuchen kommst und vielleicht hebe ich die auch auf und dann machen wir zusammen einen Cocktailabend. Was hältst du davon? Ich kann ein paar richtig gute Cocktails. Genau. Ja, und auch alle anderen Sachen, jetzt mal abgesehen von den Tutoro-Sachen, die natürlich mega cool sind, logisch, waren auch in den anderen Sachen wirklich viele, viele Sachen drin, die mir richtig gut gefallen haben. Angefangen mit diesen kleinen Bäuchchen hier. Ich habe hier letztens, ist von den Schablonen. Ich habe doch beim Action letztens diese Schablonen gekauft und da waren irgendwie ganz viel von diesen Resten hier drin. Finde ich aber ganz cool, weil die kann man echt als Schablonen benutzen. Also hier zum Beispiel. Die Vögelchen, mal so nebenbei jetzt. Na, die kann man doch super gut als Schablone für irgendwas noch benutzen. Warum wegschmeißen? So. Ja, und also es waren richtig viele Sachen dabei, die mir echt gut gefallen haben. Und ja, ich bin echt ein bisschen traurig wegen dem Weihnachtsmann. Es tut mir auch leid, dass der kaputt ist, aber das kann ich ja jetzt nicht ändern. Und den kann man ja auch leider nicht mehr zusammenkleben. Aber wie gesagt, wäre er heile gewesen, wäre er für immer und ewig auf dem Schrank im Wohnzimmer verstaubt. Und so werde ich ihn heute Abend mit meinem Mann einfach essen. Fertig.
Genau. Ja, die Teetasse werde ich jetzt auch gleich ausprobieren. Ich werde gleich runtergehen und werde mir meinen Lieblingstee hier reinfüllen. Und den habe ich nämlich ewig lange nicht getrunken, weil ich trinke im Moment nur grünen Tee. Und habe aber noch ganz viel von meinem Lieblingstee. Und den werde ich mir auf jeden Fall heute gönnen und werde das Teilchen ausprobieren. Ja, bei den Sachen, wie gesagt, ich werde versuchen, sie zu verwenden, weil es zu schade ist. Naja, klar, den Stempel benutzt man ja sowieso, aber auch bei den anderen Sachen werde ich versuchen, sie zu benutzen, weil ich finde es einfach zu schade, wenn es rumliegt. Und die sind einfach mega geil, die Sachen, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, ein Blick nochmal runter zum Päckchen. Wartet mal, ich versuche mal euch das zu zeigen, dass ihr das mal seht, wie da unten mein Chaos da gerade aussieht. So richtig seht ihr es nicht, naja, so ungefähr. Da. Das ganze Geschenkpapierkrams. Ja, da fliegt alles rum. Aber das macht ja nichts so. Und ja, ich habe hier noch meine Hörnchen. Ja, ihr Lieben, das Päckchen war mega krass schön und hab vielen, vielen Dank. Und ich sage jetzt Tschüssi und werde hier mein Chaos erstmal wieder aufräumen, damit ich hier überhaupt wieder rauskomme aus meiner Ecke. Und ja, werde gleich mal ein bisschen die Sachen einsortieren und meinen Adventskalender an die Seite packen, damit ich ja hier dann eben wieder ein bisschen Platz habe. Okay, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute mal ungeschnitten. Mal schauen, wie euch das gefällt. Und ja, wenn nicht, dann schreibt mir das ruhig mal unten in die Kommentare. Das interessiert mich. Ob euch das so wurscht egal ist, ob dann das Chaos mit drin ist oder ob euch das lieber ist, wenn ich das alles rausschneide, wie ich sonst immer mache, weil es ja sonst auch zwischendurch vielleicht ein bisschen langweilig wird. Okay, ihr Süßen, macht's gut und Mausi, vielen Dank. Tschüss, wir sehen uns.